Alter, was geht ab, Leute? Ich weiß nicht, wie ich dieses Video anfangen soll. Die Hook, die Catchline, um euch zu catchen. Schaut bitte das Video. Liken, subscriben, kommentieren. Wir sind hier erstmal Eis testen. Also ich mache eigentlich keinen Eis-Content, außer das ist so besonderes Eis, irgendwas Special. Aber die Kollegin hat ein Reel dazu gemacht und wurde eingeladen zu diesem Event. Die testen, glaube ich, das ist so eine Verkostung, ihr Winterangebot natürlich. Und dann muss ich was abgeben. Dubai-Schokolade habe ich ja bekommen, direkt aus Dubai. Kuss geht raus an meinen Dönermann von Hans Kebab. Und Oksana hat Bock, gebe ich das kurz bei ihr ab. Und dann erstmal dort gleich in der Nähe einen neuen Smashburger. Also der Laden, den kennt ihr schon. Aber die haben jetzt auch neue Smashburger. Das ist so mein Tag. Und danach gehe ich Cookies essen. Also ich weiß nicht, wie ich dieses Video nennen soll. Schreibt es doch in die Kommentare, wenn ihr Foodblogger wärt, wenn ihr YouTuber wärt, wie würdet ihr dieses Video nennen? Oh, schaut's, Leute. Eisbrunnen gestrichen, Crumble Garden. Es gibt ein bisschen Präsentation, Talk, Hintergrundgeschichte. Also nicht, dass es mich nicht interessiert, aber ich bin ja nur ein Plus Eins. Ich bin hier nicht offiziell eingeladen. Ich gehöre nicht zu den Chosen Ones. Und es kommt, glaube ich, auch kein Reel dazu. Nur ein paar Stories und dann halt für euch YouTube-Exclusive behind the scenes, aber deswegen baue ich, glaube ich, für mich dann nichts von ihrer Rede. Infoblatt, Leute! Kleckern erwünscht, Crumble Garden. Heiße Desserts für den Winter. Ist gut, weil Eis verkauft sich nicht im Winter. Das ist der erste. Apfelzimt, oder? Oh ja, ich liebe Apfelzimt. Der Laden ist vegan, oder? Deswegen bin ich positiv überrascht. Ist sehr lecker. Aus was bestehen diese Crumbles? Keine Ahnung. Aber diese Rosenblüten irritieren mich dezent. Ja, die stören mich jetzt nicht so. Ja, weil es irgendwie mit dem Apple-Crumble. Aber naja. Ja, aber die haben keinen Geschmack, oder? Doch? Ja, okay. Vanillesoße ist schön süß. Kurz genauso an diesen Apfelstrudelladen. Kein Hate, aber die Vanillesoße hatte null Geschmack. Also mein Job heute, Leute, ist, glaube ich, einfach nur aufessen. Sie testet alle und dann bringt sie mir die Reste. Also ich bin mit einer Foodblogger-Kollegin aufstrebend hier am Start. Der ist top. Aber ich glaube tatsächlich mit dem Pflaumen und Schoko ist auch gut. Wir stellen uns jetzt so eine Schüssel, Leute. Nicht für mich, ich nehme das mit und verschenke das. So läuft das hier ab, Leute. So, Leute. So muss ich jetzt durch die U-Bahn laufen. Bis zu Oksana. Ich dachte, ich kriege irgendwie einen Deckel dazu. Ja, wir konnten uns natürlich noch for free was mitnehmen. Ja, es gab drei verschiedene, die habe ich probiert, aber ihr wisst, ich bin nicht so eine Naschkatze. Ich war schon ziemlich voll. Und ja, das ist halt zum Verschenken. Digga, wir hatten ja Probiergrößen. Das ist eine normale Größe, das würde ich niemals packen. Wir sind hier gelandet, Leute. Ich musste das durch die U-Bahn. Ich konnte nicht an Sandy. Ich musste die ganze Zeit pinkeln. Wir essen auch gleich hier, aber ich habe erstmal gepinkelt. Jetzt bringe ich das zu Oksana mit der Dubai-Schokolade. Dann fetzen wir uns hier hin und gönnen uns einen Burger. Das ist so mein Alltag, Leute. Ich glaube, wir sind richtig hier. Hier arbeitet Oksana und hier, Dubai-Schokolade übergeben, Leute. Das wollte sie nicht haben. Was mache ich jetzt damit, Leute? Wer will das haben? Schreibt es so in die Kommentare. Wollt ihr das haben, Leute? Jetzt sind wir da, Leute. 44. Sehr starke Burger. Da ist er, Leute. Mit Jalapenos. Boah, der sieht schon heftig aus. Zum Reindippen. Nicht mein Ding, aber wir machen es trotzdem. Und Pommes. Wobei, Pommes kann ich da reindippen. Puh. Also der Kollege Dennis von Fat Butcher kommt gleich. Brutal. Brutal.
Tschüss. Seid ihr gespannt? Ich bin gespannt. Hör auf damit! Nein! Boah, dieses Brot, diese Soße. Ich will nicht hypen, Leute, aber das ist vielleicht Nummer 1. Den gibt es das Abend. Für mich haben die den extra gemacht. Der ist heftig. So einer, ich würde direkt noch einen bestellen. Auf jeden Fall ist der Espresso auch sehr gut hier. Also alles ist sehr gut. Ist sehr gut. Ja, Nilo, das ist so gut, Mann. Aber auch so, der Spezies auch nicht. Ja, bloß ich bitte Sie. Total. Ich bin ein bisschen sprachlos gehabt. Ich will einfach reinatmen. Oh, wow. Ich soll den ja rein dippen, nicht die Pommes. Keine gute Idee. Was hast du mit der Kruste? Wir blockieren hier gerade einen Vierertisch. Aber zum Glück kommt ja noch jemand. Dann kann ich das als Ausrede verwenden. Weil sonst wäre schon assi. Yo, yo, yo. Alles fit bei dir? Smashburger Test. Oh. Was sagt der Experte? Aber er ist nicht unparteiisch, Leute. Die Frau von dem tätowiert ihn. Er ist ein Bruder, in dem Fall bin ich. Ja, kein Fall. Problem. Aber ist schon pervers. Auf jeden Fall. Ich laufe immer noch damit rum, Leute. So saftig Burger gegessen, mit dem Besitzer von Fat Butcher gechillt und dann der Besitzer von 44 hat sich auch hingesetzt. Haben mal ein bisschen gequatscht. Ich habe so ein bisschen Insider bekommen in die Gastro-Szene. Vielleicht planen die zusammen was. Wir werden das auf jeden Fall abchecken. Und jetzt Kollegin treffen, die nimmt den und Cookies testen. Das ist so mein Alltag, Leute. Ich habe das Video ja gestartet, ey, keine Ahnung, wie ich dieses Video hier nennen soll. Ich habe immer noch keine Ahnung, aber ein kleiner Einblick heute in mein Leben. Hier holen wir uns einen Cookie. Da haben wir auch Escape Room gespielt, den Fisch probiert und Bubble Tea. So, Leute. Wir sind hier für Cookies, Leute. Aber das ist nicht der Cookie-Laden, wo wir später hingehen. Das ist nur ein Zwischenstopp.
Und Bubble Tea hatten wir schon mal und hier No Way Out haben wir auch schon mal gespielt. Also ich habe keinen Appetit auf irgendeinen besonderen. Fisch hatten wir schon, Bubble Tea hatten wir schon und jetzt kommen Kekse. Schauen wir doch mal rein. Ihr wisst, Subway Cookies, beste Cookies. Mit Füllung. Mit Füllung? Warte, nicht bewegen. Nicht bewegen. Sehen saftig aus. Mag Pistazie nicht so, aber Cookie-Konsistenz an sich, das ist sehr lecker. Kann man jetzt mit Subway nicht vergleichen. Subway sind so weich und saftig. Der ist so ein bisschen bröselig. So ein bisschen Weihnachtsgebäckmäßig. So erinnert mich das. Obwohl mit Füllung? Ja. Und dieser halbe Bissen reicht mir auch. Ich habe genug Schokolade, Süßes. Ist der überhaupt gefüllt? Ja, der ist gefüllt. Habt ihr schlecht gebrochen, Leute. Aber von oben kam das Zeichen, nur dieses Stück soll mir gehören. Deswegen, hey, man kann sich nicht gegen Gott und sein Schicksal wenden. Deswegen nur dieses Stück für mich. Ich hätte gerne ein Glas Milch jetzt. Ja. Kann man machen. Ich hole mich noch von den Cookies, Leute. Jeweils so ein klein bisschen, aber die haben mich schon außer Gefecht gesetzt. Wir ziehen uns jetzt auch ein Bubble Tea rein, Leute. Ich brauche was zum Runterspülen. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin, Cookies zu testen. Cookie ist gar nicht mein Ding eigentlich, aber ey. Irgendwie scrollst du durch Instagram, siehst das, denkst dir, boah, geil, jetzt hätte ich Bock drauf. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, jetzt denke ich mir, Digga, was? Pong der Vergangenheit, was hast du dir dabei gedacht, Mann? Also zu dem, wo wir gerade waren, da kommt auf jeden Fall kein Reel. Das seht nur ihr auf YouTube. Das Pop-Up-Ding, New York-Style-Cookies. Schauen wir mal, ob mich da was anlächelt. Da sind wir, Leute, Bubble Tea an der Bayerstraße. So heißt der Laden. Ich habe eh nicht die freie Wahl. Ich muss so einen milchigen nehmen. Und die Kollegin nimmt mir immer so einen fruchtigen. Oh mein Gott, den hätte ich normal immer genommen. Aber ich darf nicht, Leute. So schade. Bubble Tea an der Bayerstraße, Leute. Der beste Name. Der heißt einfach so. Schauen Sie. Erstmal bei mir. Ja. Oh, warte, jetzt. Was haben wir hier? Kumquat. Kumquat, mit nichts, nur Kumquat. Meistens gibt es da so Kumquat-Zitrone oder so. Kumquat. Uah. Kumquat-Schwarztee. Ja, schmeckt man, ne? Schwarztee ist am Start. Schwarztee ist am Start. Der Kollege hat 50% Zucker genommen. Schmeckt man auch. Ja, wer einen starken Teegeschmack mag, ja. Mein Fall wäre es jetzt nicht. Der Standard Classic Milk Tea. Der ist gut. Oh, Tapioca haben Biss. Okay. Der ist solide, ja. Beide im soliden Mittelfeld. Haut mich jetzt nicht um, aber wir hatten schon viele, die schlimmer sind. Und der ist super solide. Kann man gerne abchecken.
Die haben noch ein paar geile Specials wie Kaffee. Die haben noch ein paar geile Specials wie Kaffee, Joghurt-Dinger. Der hier, ja. Marina, der ist halt basic. Kokoskaffee? Der ist basic, yes. Ja, ja. Kann man machen. Preislich? Preislich ist aber unschlagbar. 5 Euro, ein großer Bubble Tea. Das ist echt stark. Am Hauptbahnhof direkt. Wow. Und Bobas sind dabei. Inklusive Bobas. Mein Appetit nach was Süßem ist nicht vorhanden, Leute. Außerdem habe ich es mir größer und ich sag mal krasser vorgestellt, so eine kleine Theke. Also auch der Laden, YouTube exklusiv, nur ihr seht das, dazu wird es kein Short, kein Reel geben. Die Kollegin holt sich einen jetzt, der sie anspricht und dann nehmen wir uns ein bisschen, damit wir so sehen, okay, wie ist die Konsistenz, was ist ein New York Cookie. Schaut, Leute, so sehen sie aus. Anscheinend sehen sie gut aus. Die sehen auch gut aus. Kannst nicht beurteilen für mal, mich. Der ist noch drinnen, innen weich. Das sieht aus offen. Wie ein Cookie. Schau euch dieses riesige Stück an, Leute. Wahnsinn. Guck mal. Läuft raus. Die sind um ein 10.000-faches besser als der Cookie, den wir gerade hatten. Sehr geile Konsistenz. Stark, das geiles Aroma. Was hat der gekostet? Einer. 94 einer. Ich kann nicht sagen, lohnt sich, weil Cookie ist für mich Cookie, aber er ist sehr lecker. Extrem lecker. Wir hatten den Biskuit. Und Walnut. Double Walnut. Aber der ist noch flüssig, der ist noch weich. Weil sehr frisch. Hast du Walnut? Ich habe ein Stück Walnut. Und also den finde ich nicht so gut. Der ist heftig. Der ist schon zu. Also der hat noch. Wie heißt das? Ja. Der hält sich noch. Der noch fällt auseinander. Ja. Und weil der sehr, sehr frisch ist. Und der ist mir frisch. zu walnussig. Also der ist zu. Nee, Walnuss ist geil. Ja, der schmeckt mir zu, als hätte ich in eine richtige Walnuss reingebissen. So. Der schmeckt mir zu gesund. You know what I mean? Der schmeckt mir zu natürlich, zu öko. Alles geil. Wir sind zu Hause, Leute. Sophie ist noch über von meinem Bubble Tea. Also der wird nicht weggeschmissen, der ist gut genug, dass ich ihn austrinke. Tag geht zu Ende, Vlog geht zu Ende. Ich muss meinen Gefrierschrank enttauen. Weil vorne hat sich so viel Eis gebildet, ich kann das nicht mehr richtig schließen. Aber kein Problem, der ist eh leer. Ganzer Kühlschrank ist leer. Hab gerade das Video geschnitten, also Inder. Also könnt ihr, wenn dieses Video rauskommt, könnt ihr zurückblicken, wann das heute gedreht wurde. Weil heute kam der Inder raus, wo ich mit Dimi war. War sehr interessant. Ich wünsche ihm viel Glück, viel Erfolg. Ist auch ein richtig cooler Kollege. Also nicht mein Kollege, aber ist ein cooler Typ halt. Chillig drauf. Viel Erfolg. Das war's von mir, Leute. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos auf, folgt mir gerne auf Instagram, TikTok. Meinem nicht aktiven Zweitkanal, der Mine. Das war ein Einblick in mein Leben. Serious Business und ciao.